Herzlich willkommen bei S21bauTV. Wir stehen auf der Brücke, Haltestelle Budapester Platz. Hinter uns ist gerade die U12 reingerumpelt. Die S-Bahn verschwindet im Tunnel und wir schauen uns die Baustelle der neuen S-Bahn-Strecke an. Im Bereich Wolframstraße. Für alle, die neu auf dem Kanal sind, die S-Bahn wird hier im Tunnel verschwinden bis zur neuen Haltestelle Mitternachtstraße und wird nicht noch tiefer gelegt oder wurde nicht noch tiefer gelegt, weil sonst gibt es Probleme mit Mineralwasser und den Hauptsammler West hätten wir als Bügler ausführen müssen. Denn diese Umleitung hier, die als Ohr bezeichnet wird, braucht nur so lange da oben keine Züge mehr fahren. Mit Inbetriebnahme kommt es hier weg und die ganze Wolframstraße wird eh höher gelegt und dann passt es wieder. Und für die Übergangszeit gibt es hier die Verschwenkung. Mittlerweile sehen wir links die andere Seite vom S-Bahn-Tunnel von der Wolframstraße aus gesehen. Deckenplatte hat eine Abdichtung bekommen und ich schätze, demnächst beginnt es mit der Verfüllung und dann gibt es da auch so ein Ausweichohr.
danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Was ist das?